Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein 2, The New Colossus. Ja, wir sind immer noch in einem Ort unterwegs, wo ich letzte Folge schon gesagt hatte, so in dieser Optik ein Fallout, vielleicht noch, also in diesem Engine-Look meine ich jetzt, ein Fallout, das wäre einfach nur geil. Da laufen wir gerade herum und wissen eigentlich nicht so genau, wo wir hin müssen. Wir wissen nur, wir müssen hier irgendwo hin. Hallo, Kumpel. Schön, dass du so eine blöde Weste trägst, Mann. Ach komm. Come on. Dein Ernst? Oh shit. Oh fuck. Dann müssen wir kurz die Waffe wechseln. Wir haben unser Sturmgewehr abgegradet. Jetzt ist es panzerbrechend. Oh ja. Yeah. Oh. Wow. Wow, aber er auch. Er ist auch hart panzerbrechend, Mann. Und der ist schon hier drin. Aber er ist schon tot. Geil. Das panzerbrechende Upgrade hat mega was gebracht, würde ich sagen. Ey, da eine Knarre nehmen wir aber mal mit, ne? Den mir da reicht. Wir sollen auf jeden Fall dahin. Ey, kann ich mit der Waffe die Tür hier aufsprengen? Geht das? Oder muss ich die aufschmelzen mit dem Laserkraftwerk? Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Moki, wir haben den Türöffner zur Hand. Alles klar. Ah, Moment, bevor wir da reingehen. Was ist hier noch? Ist hier noch was? Ja, hier gab es die Dunkelheit im Sonderangebot. Ich sehe ja mal absolut gar nichts. Aber sonst scheint ja nichts zu sein. Hm. Merkwürdig. Wäre eigentlich ein guter Ort gewesen, um vielleicht ein Verbesserungskit zu platzieren und einen Gegner. Alter, mit Elite-Gegner und ein Verbesserungskit. Das hätte man dort hinten platzieren können. Oder ich war zu blind, es zu sehen. Hab's in der Tür hängen, Blesko. Was ist mit dir, Mann? Hier ist ein Verbesserungskit. Okay, die funktionieren hier ja ein bisschen anders. Die Frage ist, lohnt es sich schon Handgranaten abzugraden? Wir haben jetzt das Sturmgewehr panzerbrechend. Zielfernrohr. Nee. Achso, C drücken, Verbesserung für rechte Waffe zu aktivieren. Das ist automatisch aktiviert. Ach so. Und das ist auch automatisch aktiviert, weil es nicht dran steht. Ah, das Sniper-Visier könnten wir auch an- und abschrauben. Aber vielleicht sollten wir die Maschinenpistole upgraden. Verdoppelt Magazinkapazität. Okay. Nagelgewehr. Kugeln werden vor dem Abschuss erhitzt. Sie fliegen langsamer, verursachen aber deutlich mehr Schaden. Das klingt gar nicht mal so schlecht, ne? Aber sie fliegen halt langsamer. Das heißt, der Gegner weit weg musste vorhalten, ne? Ah, wir nehmen erstmal den Schalldämpfer, weil ich bin kein Fan von langsamer Munition. Besser ein bisschen sneaky vorgehen. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Wobei ich und Sneaky vorgehen, ne? Ich könnte nur auf Zockerdance verweisen. Die kann das 100-mal besser wie ich. Ne, Zockerdance? Sollst du diese Folge sehen? Ne, weißt du Bescheid. Dein Ding ist Sneaky, mein Ding ist Rambo. Limit erreicht. Okay. Welcher Zug ist das jetzt eigentlich? Der hier, wo wir gerade drin waren?
Ja, wir dürfen Zug fahren. Geil, umatmen. Ist nicht so geil, ne? Ja, gleich zwei. Seid ihr gestört? Was stimmt nicht mit euch? Oh, shit. Ich bin so langsam mit dem Ding. Bist du schon tot? Ja, du bist schon tot. Geil. Aber ich sollte echt mal kurz was nachgucken. Ist das überhaupt... Ja, es ist Lass ihn nur kommen. Okay. Alles klar. Es ist tatsächlich der Schwierigkeitsgrad Lass ihn nur kommen, weil... Ich wollte kurz nachgucken, weil die so easy down... So easy going down waren. Können wir weiterfahren? Nein? Warum sollten wir jetzt den Zug bewegen? Können wir dann da hinten irgendwie durch? Da ist das Ziel. Ach so, wir können dann da hinten irgendwo durch, ne? Oder wie ist das gemeint? Okay, dann vergesst meine Aussage. Hier hätte man einen Verbesserungskipp platzieren können. Hey, Mr. Ghoul. Ich sehe wirklich aus wie Ghule. Stimmt, Vorlauf 4 würde ja auch noch weitergehen. Feinde? Keine Gegner? Okay, keine Gegner. Ist aber ein bisschen schwach bewacht hier, ne? Wie Level verlassen. Okay. Dem müsste ich mich permanent William, ausruhen. Hörst du mich? Wenn du auf der Fifth Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein. So, dann müsste ich mich ja permanent ausruhen, weil ich bin ja der Tod. Zwar in den Games oftmals mein eigener, aber das ist eine andere Geschichte. Oh ja, brauchen wir gar nicht. Oh ja, brauchen wir. Ja, mit dem Zug erinnert mich tatsächlich irgendwie an den Film Unstoppable, hieß der so? Aber bald ja. Pfeift da nicht so rum, Mann. Furchtbar. Und wenn, dann muss man die Töne treffen. Ey, du zuckst ja noch. Du zuckst noch. Jetzt nicht mehr. Gib mir mal den Ball wieder. Oh, Nazi-Gold. Es schwirrt doch irgendwo eine Drohne rum, verflucht. Hör dich doch. Ey, die Surren der Drohne macht einen ein bisschen aggro, oder? Es ist tatsächlich so, dass das Beil tatsächlich in der Regel... Merkwürdiger Satz. Schnitter ist wieder mal im perfekten Deutsch unterwegs. Aber in der Regel one-hitted das Beil tatsächlich. Also das Ding ist echt ein bisschen OP. Löst der Alarm aus? Fuck. Ja, natürlich löst der Alarm aus, weil mich so fuck Drohne gesehen hat. Okay, dann rasten wir halt ein bisschen durch. Lass mich durch da. Also die Drohnen sind stärker, glaube ich, oder? Kommt man so vor. Hä? Wo denn? Da warst du. Sie halten tatsächlich
irgendwie mehr ausgefüllt. War nicht die Gegner, aber die Drohnen sind meiner Meinung nach ein bisschen stärker als im Vorgänger. Alter, diese Drohne nervt unnormal, Mann. Kannst du mal kaputt gehen? So war das jetzt aber nicht gemeint. Wo ist denn der Kommandant? Ja, ja, schieß da oben herum. Solange ich mich bewege, triffst du wieder kaum. Da war der Kommandant. Gib mir deine Enigma kurz. Müssen jetzt nur noch herausbekommen, was wir damit eigentlich genau machen können. Aber so genau wissen wir das bis jetzt noch nicht. Und irgendwie merke ich gerade einen Widerspruch in mir selbst. Ich sage so, ja, der Waffenzaun könnte ein bisschen mehr Bums vertragen. Was schraube ich mal als Verbesserung drauf? Ein Schalldämpfer. Bravo, Schnitter. Bravo. Damit hast du dir ja auch überhaupt nicht brutal selbst widersprochen. Wow, sieht das cool aus. Wie kommen wir da hin? Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Ich kann in die erste Seite runterjumpen, oder doch? Ah, hier könnte ich lang, ne? Ja, ich glaube, hier sollen wir sogar lang. Ach du Scheiße, was ist das denn? Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Okay, wir sollten mal auf ein bisschen mehr Bums wechseln und den Akimbo-Mode reinklatschen. Boah, das brachte ja jetzt nicht ganz so viel. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Wow. Wow. Der Dude zackt. Nicht mehr. Lol. Ist das Absicht? Jetzt würden mir die Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie. Ich dachte eher, der wäre ein bisschen härter im Nehmen. Das sieht irgendwie zerstörbar aus. Kann man da irgendwie rein? Nein. Offenbar nicht. Auf jeden Fall haben wir unsere ganze Munition verballert. Müsst ihr vielleicht zum Maschinenpistole wechseln? Ja, wo ist der Kommandant? Irgendwo da hinten am Arsch der Welt. Kann man hier nicht irgendwie rein? Ah, hier könnte man rein. Können uns ein bisschen overboosten. Bin immer noch ein bisschen ein bisschen irritiert, dass man echt nur 50 Hals hat. Ernsthaft. Ja, jetzt wo er tot ist, jetzt finde ich ein Lasergewehr. Ja, genau. Das hätte ich mir mal vorher sagen können, dass hier ein Lasergewehr ist, ne? Mann, wäre der easy gewesen damit. Ja gut, den haben wir jetzt halt eins. Vielleicht brauchen wir sogar noch. Achso, für all diejenigen, die sich wundern, dass hier keine Errungenschaften oder sowas eingeblendet werden. Ich habe die... wie nennt sich das? Die Benachrichtigung von Steam Ingame komplett abgeschaltet, weil mir persönlich Errungenschaften komplett egal sind. Deswegen werden die nicht eingeblendet.
Wenn euch das stört, wenn ihr wollt, dass das eingeblendet wird, dann aktiviere ich das wieder. Sie hat nur in die Kommentare schreiben, dann kann ich das wieder einblenden lassen. Da kommen wir nicht durch. Sollen wir denn da hinten irgendwo rum, oder? Wie kommt man da jetzt hin? Oder sollen wir hier irgendwie hoch? Nee. Wäre auch untypisch für dieses Game. Ich häng fest. Ah, okay. Wenn er da hinten am Ende der Welt ist, wie konnte er dann schon wieder Alarm auslösen? Ah, hier geht's lang. Ach so. Okay. Noch ein Verbesserungskit und ein Munitionslager. Und eine Tasse. Okay. Was verbessern wir denn mal? Was haben wir denn mal? Wir haben jetzt jede Waffe im Endeffekt einmal abgegradet, außer das Laserkraftwerk. C-Fernrohr, Batterieverbesserung, verdoppelt die Kapazität. Gelingt doch wunderbar, dann machen wir das noch. Kann ja nicht schaden. Ich denke, wir sollen aber hier oben irgendwo weiter, weil das ist hier so auffällig beleuchtet. Oh ja, ernst. Hundi! Schmelz dich weg, Mann! Hundi tot, Gegner tot und... Ja, läuft. Genau so macht man das. Ich befürchte glatt, dass ich mit dem Lasergewehr da gar nicht rüberkomme. Ist das zu schwer, um so weit zu springen? Ich befürchte bald ja. Ich befürchte, ich komme mit dem Lasergewehr nicht rüber. Ja. Ihr kleinen Entwickler, ne? Aber so klein sind die gar nicht. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Eine Stimme, Anja. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Da haben die das echt so designt, dass man nicht darüber jumpen kann, wenn man eine schwere Waffe mitnimmt. Das ist mies. Das ist echt mies. Boah, ich sehe gar nichts. Du lebst noch. Was mit dir, Mann? Es ist zwecklos. Ergib dich. Hä? Wo denn? Ah, hi. Zwecklos. Du bist zwecklos, Pistole. Gegen... Maschinenpistole. Ich würde sagen, Maschinenpistole hat leichte Vorteile. Ganz leicht. Was haben die Entwickler echt mies? Echt mies durchdacht. Das war natürlich Absicht, dass man sich nicht hier zu leicht macht. Dass man hier aber mit dem Lasergewehr sich hier die Gegner durchschmelzen kann. Aber schon ein bisschen offensichtlich gewesen, dass man damit halt nicht darüber jumpen kann. Hey, du zuckst ja noch, Mann. Auch damit. Wir sind hier aber schon richtig, oder? Er speichert jedenfalls. Es gibt verdammt viel Munition und Heilung und verdammt viel Dunkelheit. Ah, alles klar. Wow. Ich würde ja gern zu einer Waffe wechseln.
Vielleicht nicht zur Pistole. Wo bist du, Dude? Da! Not this time! Diesmal pokst du mich nicht weg, Mann. Wieso hat denn nicht nachgeladen bei null Schuss? Also das panzerbrechende Upgrade hat mega viel gebracht. Definitiv. Oh yeah, gimme eine leere Laserwaffe. Warum? Obwohl, ist sie dann irgendwann vom Gegner leer gepallert oder wie ist das? Leiter hochklettern, Level beenden. Aber hier wird noch ein Laser. Ich vergesse immer, dass wir das Laserkraftwerk haben. Ach, jetzt hätte es dann 200 Kilowatt Ladekapazität statt 100. Irgendwie vergesse ich immer wieder das Laserkraftwerk. Lol. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was? Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Splash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Sie hat so einen kranken Humor. Sie erdrücken mich. Das ist Tilly. Rezept meines Vaters, habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel? Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter, so wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so
weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blaskovich. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier? Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger. Geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Hülle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Specie? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine Scheiße am Mist. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blaskovich? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beine. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine! So, wir müssen jetzt hier hart verteidigen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!